Dennis, Lilly, Marie, Jon. Und zusammen sind wir die Kinderreporter. Heute geht es um jemanden, der in Oldenburg ganz viel zu sagen hat und der sich um sehr, sehr viele Sachen kümmern muss. Die Person arbeitet in dem Gebäude, das jeder in Oldenburg kennt. Das ist das alte Rathaus an der Lamberti-Kirche und ihr habt es bestimmt schon erraten, um wen es heute geht. Heute treffen wir den Oberbürgermeister von Oldenburg, Jürgen Krugmann. Entschuldigung, Sie können ja nicht einfach mit Ihrem Auto stehen. Hier ist doch die Fußgängerzone und kein Parkplatz. Eigentlich hast du ja recht, aber das ist der Dienstwagen vom Oberbürgermeister und ich bin sein Fahrer. Und ein Bürgermeister darf sowas? Herr Krugmann hat oft ganz viele Termine und dann kann er nicht erst ins nächste Parkhaus laufen. Und damit es dann etwas schneller geht, darf ich hier stehen. Gerade habe ich ihn von einer Besprechung abgeholt und habe ihn hier abgesetzt. Na, dann gucken wir doch mal, ob wir ihn finden. Da steht drauf, was im Rathaus alles so los ist. Ja, und wir stehen da auch drin. Hallo Kinderreporter, da seid ihr ja schon. Herzlich willkommen im Rathaus. Hallo Herr Oberbürgermeister. Nein, ich bin nicht der Oberbürgermeister. Ich bin Frank Hinrichs und ich leite das Büro des Oberbürgermeisters. Und was machen Sie da so? Ich bereite zum Beispiel Termine vor, weil der Oberbürgermeister hat ganz viele Termine an einem Tag und da muss er immer wissen, was gerade los ist. Na, dann hoffen wir doch mal, dass Sie ihn gut auf uns vorbereitet haben. Wir haben ganz schön viele Fragen an ihn. Das hoffe ich auch und ich zeige euch mal, wie wir zu ihm hinkommen. Kommt mit. Hallo, Herr Krugmann? Hallo Kinderreporter, kommt doch rein. Ja, wie ihr sehen könnt, Herr Krugmann sitzt nicht vor euch. Ich bin vor Ort, ich arbeite hier im Vorzimmer. Und Herr Krugmann sitzt da nebenan und hat gerade ein Telefonat. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal bei ihm klopfen und dann könnt ihr schon zu eurem Termin reingehen. Hallo Herr Krugmann. Hallo. Jetzt endlich haben wir es bis zu Ihnen geschafft. Und hier machen Sie also das ganze Bürgermeisterzeugs. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was man hier alles so machen muss. Ja, das ist mein Büro hier. Und was ich so mache, eigentlich ganz viele verschiedene Sachen. Ich habe ganz viele Sitzungen, es kommen ganz viele Menschen zu mir, die mit mir Projekte besprechen wollen. Und manche Sachen kann ich auch entscheiden, bei anderen muss ich andere auch noch fragen, den Rat zum Beispiel. Also es ist eine ganze Menge zu tun hier. Können Sie zum Beispiel auch dafür sorgen, dass wir mehr Ferien bekommen? Das kann ich leider nicht, weil das kann nur das Land Niedersachsen. Das ist nämlich für den Unterricht zuständig. Ich bin aber dafür zuständig, dass ihr gute Schulräume habt an eurer Schule. Möchte jemand von euch mal Oberbürgermeisterin spielen? Oder Oberbürgermeister? Lili, möchtest du vielleicht? Mhm. Setz dich mal hin. Guck mal, wie das ist. Und? Gefällt's dir? Mhm. Die Uniform ist bestimmt für dich. Ja, bitte. Okay, wir kommen gleich. Wir werden im großen Saal erwartet. Na ja, dann mal los. Komm. So, das ist der große Ratssaal hier im Rathaus. Der ist aber richtig schön. Hier finden wichtige Sitzungen statt, aber der Rat kann hier nicht mehr seine Sitzung halten, weil der Rat ist zu groß. Der Rat ist sind über 50 Leute und dann kommen noch 100 Zuschauer dazu, die passen hier nicht mehr rein. Oldenburg ist ja auch gewachsen in den letzten Jahren. Aber das ist der Saal, wo wir zum Beispiel wichtige Empfänge machen. Oder wenn Menschen eine Ehrung bekommen oder sich ins Goldene Buch eintragen. Guck mal, hier hat sich Angela Merkel eingetragen. Ja, die Bundeskanzlerin, die war auch schon hier. Da war sie aber noch nicht Bundeskanzlerin. Das war 2001. Ne? So berühmt sind wir ja noch nicht, aber dürfen wir es da trotzdem eintragen? Ins Goldene Buch dürft ihr euch noch nicht eintragen, aber ihr könnt euch gerne ins Gästebuch der Stadt eintragen. Wenn ihr Lust habt, da ist ein Stift. Wollt ihr euch reinschreiben? Ja. Okay. Ja,
hier ein Termin von Herrn Kopmann angekommen. Hier werden Nistkästen für Turmfalken angebracht und unser Oberbürgermeister darf diese einweihen. Herr Kopmann, müssen Sie auch zu solchen Terminen? Da entscheiden Sie ja eigentlich nichts. Nein, hier entscheide ich nicht. Aber hier bin ich nur, weil ich den Naturschutzbund unterstützen möchte und weil ich das gut finde, was die machen. Und das ist natürlich für die auch eine Ehre, wenn der Oberbürgermeister dazu kommt, wenn sie hier Nistkästen für Turmfalken anbringen, damit sich die Turmfalken hier wieder ansiedeln können. Und damit unsere Natur wieder reichhaltiger wird und die Artenvielfalt wieder gestärkt wird. Aber das ist natürlich nicht der normale Tag heute, so bei so schönem Wetter draußen zu sein. Meistens bin ich in meinem Büro und muss mit anderen Leuten darüber diskutieren, wie wir bestimmte Sachen für Oldenburg lösen. Also ich muss sagen, dass Sie eine sehr anstrengende Arbeit haben. Finde ich toll, dass Sie da auch ein bisschen Zeit für uns hatten. Ja, das habe ich sehr gerne gemacht. Das hat mir Spaß gemacht mit euch. Und ich wünsche euch noch viel Spaß als Kinderreporter. Tschüss. Es gibt bestimmt noch viele spannende Sachen, die ein Oberbürgermeister so machen muss. Aber wir machen für heute Schluss. Und damit verabschieden wir uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Kinderreporter.